Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Es war ein Angriff von beispielloser Dimension. Betraf zehntausende Rechner über den ganzen Globus verteilt, auch hier bei uns. Denn das Schadprogramm, das gestern beispielsweise britische Krankenhäuser lahmgelegt hat, führte auch dazu, dass Zugreisende in Deutschland etwas ratlos zurückblieben, wenn sie auf die digitalen Anzeigetafeln der Bahn blickten. Das Ganze hat einen Eindruck davon vermittelt, wie angreifbar in einer vernetzten Welt unser Alltag sein kann, wenn Computerhacker es darauf abgesehen haben. Weshalb die Finanzminister der G7-Gruppe bei ihrem Gipfel in Bari heute versprachen, mehr Geld in den Kampf gegen Cyberkriminelle zu stecken. Denn die scheinen mittlerweile jeden ins Visier zu nehmen. Svea Eckert. Es sind Giganten, die betroffen sind. Das spanische Mobilfunkunternehmen Telefonica, der französische Autobauer Renault, das britische Gesundheitssystem NHS. In Deutschland trifft es auch ein Großunternehmen, die Bahn. Reisende senden über den Kurznachrichtendienst Twitter diese Fotos. Anzeigetafeln funktionieren nicht mehr. Aber, so die Bahn, der Signal- und Zugverkehr sei durch den Trojaner nicht beeinträchtigt gewesen. Also wir haben alleine zwischen 17.45 Uhr gestern bis heute Morgen 4.20 Uhr etwas über 600 kompromittierte Systeme gezählt in Deutschland. Die Zahl geht weiter nach oben, das ist vollkommen klar. Ein weltweiter, aber ungezielter Angriff. Mehr als 130.000 Computersysteme in mehr als 90 Ländern sollen infiziert sein. So vermuten es Experten, ausgelöst durch den Versand von Spam-Mails. Einer Mail wie dieser. Von unbekanntem Absender mit einem schädlichen Anhang. Im aktuellen Fall folgt in Rot eine Erpressernachricht. Es heißt, Ihre Daten sind jetzt verschlüsselt, kein Zugriff mehr. Bis zur Zahlung von $300 auf anonyme Internetkonten, zahlbar in Bitcoin. Zeitgleich läuft eine Uhr. Das Lösegeld wird immer höher und schließlich, so drohen die Erpresser, wären alle Daten verloren. Problematisch vor allem für Unternehmen. Ist der eigene Rechner infiziert, beginnt er dann im eigenen Netzwerk weitere Rechner zu infizieren. Und zwar das ohne Interaktion mit dem Nutzer. Das heißt, wie ein Schneeballeffekt geht es durch die ganze Firma und immer mehr Rechner werden infiziert und Dateien werden verschlüsselt. Die Windows-Sicherheitslücke stammt ursprünglich vom US-Geheimdienst NSA, wurde durch kriminelle Hacker veröffentlicht. Microsoft gab vor Wochen ein Update heraus, um sie zu schließen, zumindest für aktuellere Windows-Versionen. Diese Lücke ist dann geschlossen worden von Microsoft im März diesen Jahres. Wenn man die Lücke, also diese Updates praktisch installiert hat, dann wird sich dieses Programm auch nicht automatisch weiterverteilen. Das heißt, es ist eher die eigene Fahrlässigkeit, die dazu geführt hat, dass es sich so rasant ausbreitet. Seit heute gibt es das Update auch für die ältere Windows-Version XP. Deutsche Regierungsnetze seien von der Erpressersoftware nicht betroffen. Das BKA hat Ermittlungen aufgenommen. Unterdessen konnten IT-Spezialisten die Weiterverbreitung der Schadsoftware stoppen. Schafft die CDU das Triple und gewinnt nach Saarland und Schleswig-Holstein auch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen? Oder behauptet sich Ministerpräsidentin Kraft von der SPD? Morgen ist der Tag der Entscheidung endlich da, aber es geht um weit mehr als darum, wer in den kommenden 5 Jahren hier im Landtag von Düsseldorf Platz nehmen und Politik gestalten wird. Denn der Ausgang dieser kleinen Bundestagswahl wird sich auch erheblich auf die auswirken, die erst in ein paar Monaten in ein anderes Parlament gewählt werden wollen, in den Bundestag. Also waren von denen auch bis zuletzt viele da, um den Kollegen an Rhein und Ruhr nochmal Beistand von oben zu geben. Ulrich Adrian. Wahlkampfabschluss in Nordrhein-Westfalen. Schon gestern in Bochum bei der SPD. Heute Samstag war die CDU dran. Spitzenkandidat Armin Laschet hatte die Kanzlerin nach Aachen in seine Taufkirche in der Pfarrei St. Michael eingeladen. Und nach dieser Einstimmung half sie ihm und warb um Stimmen. Die rot-grüne Regierung kam da gar nicht gut weg. Ein Beispiel: die morgendlichen Staus in NRW kosten nach Ansicht der Kanzlerin viel zu viel Lebenszeit. Und die Staustrecken in Nordrhein-Westfalen pro Jahr sind so lang wie die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Und das ist viel. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Im ganzen Land waren die Kandidaten heute noch einmal in den Fußgängerzonen unterwegs. Daniel Siewecke zum Beispiel im Schatten des Doms zu Paderborn. Er holte vor 5 Jahren mit über 45% das Direktmandat für die CDU in ihrer Hochburg. Und jetzt sagt er, er spürt ihn, den Sieg. Es gibt jetzt plötzlich eine Wechselstimmung, die hat es vor 4, 5 Wochen nicht gegeben. Und heute ist diese Wechselstimmung da. Hervorragend. Und die Wähler in Paderborn? Kunterbunt und widersprüchlich. Das nennt man Demokratie. Ich sehe Zukunft für Schwarz-Gelb. Ich persönlich wähle die SPD. Ich denke, dass das kippt und dass die CDU wohl gewinnt. Wir wissen, was wir wählen. Wir wissen, was wir wählen. Sagen wir Ihnen aber nicht. Gleiche Bilder, andere Partei. Rainer Schmelzer ist nordrhein-westfälischer Arbeitsminister, kandidiert im Wahlkreis Unna bei Dortmund und machte heute Morgen Wahlkampf in Lünen. Auch das ist eine Hochburg. Vor 5 Jahren wählten den SPD-Mann mehr als 50% der hiesigen Wähler in den Landtag. Wir haben einen Plan im Vergleich zu anderen Parteien und wir haben ein Konzept und wir haben Erfolge. Damit können Sie mit guter Laune den ganzen Tag Wahlkampf machen. Und während der Herr Minister noch fleißig Muttertagsrosen verteilt und auch die guten alten Luftballons immer noch im Wahlkampf eingesetzt werden, sagen einige hier, auch die Große Koalition, die GroKo, sei nicht schlecht. All die kleineren Gruppierungen eher keine Alternative. Parteienschelte einer Wählerin in 13 Sekunden. Die Grünen, die verbieten mir zu viel. Und FDP ist für mich auch keine Alternative. Naja, und AfD ist ja klar, ist ja gar keine Frage. Ne? Also wenn, dann GroKo. Klar, ist gar nichts. Außer einem Morgen um diese Zeit kennen wir das Ergebnis. Und dann weiß auch der NRW-Arbeitsminister, ob Jürgen, der Leierkastenmann, ihm Glück gebracht hat. Und dazu jetzt Jörg Schönenborn in unserem Wahlstudio in Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland und es ist die letzte Wahl vor der Bundestagswahl. In den letzten Umfragen war das ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. Wie stehen denn jeweils nun die Chancen für die beiden, stärkste Partei zu werden morgen? Ja, es sind ja die letzten Tage immer davon geprägt, dass man am Ende überlegt, wer wird Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident. Das haben wir letzte Woche in Schleswig-Holstein gelernt und so wird es auch in Nordrhein-Westfalen sein. Und da haben wir, wenn man die Wählerinnen und Wähler fragt, wen sie am liebsten direkt zur Spitzenperson bestimmen würden, eine interessante Entwicklung. Nämlich diese Kurve zwischen Schwarz und Rot schließt sich auf den letzten Metern deutlich. Vor ein paar Jahren waren es 40, fast 50% Abstandpunkte. Jetzt sind es noch ganze 11%. Und das hat auch damit zu tun, die SPD-Regierung, dass sie ihre Probleme hat, um die Macht bangen muss, dass die Stimmung in Nordrhein-Westfalen deutlich schlechter ist als die wirtschaftliche Lage. Die ist nämlich durchschnittlich gut. Nordrhein-Westfalen ist ein wirtschaftsstarkes Bundesland. Deutschlandweit haben wir Traumzahlen. 81% im Deutschlandtrend sagen, unsere Wirtschaftslage ist gut. Wenn man das in Nordrhein-Westfalen anschaut, dann ist bei ungefähr gleicher Situation der Wert nur 64%. Und das hat damit zu tun, dass dieses Land einfach stark geteilt ist in wirtschaftliche Boomregionen und in sehr arme Städte mit großen Problemen. Ich zeige einfach nur mal am Beispiel der Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es hier die hellen Flächen, teilweise im Münsterland nur 3%, im Ruhrgebiet, Duisburg fast 13%. Und das heißt eben letztlich, die wirtschaftsstarken CDU-Hochburgen und die eher wirtschaftsschwächeren SPD-Städte, die werden morgen miteinander ringen. Und was glauben Sie, wird am Ende den Ausschlag geben? Ist es möglicherweise ein Nachlassen des Schulz-Effekts, der Euphorie, oder sind es eher landespolitische Themen? Also ganz klar, der Schulz-Effekt ist Geschichte und die SPD hat keinen Rückenwind aus Berlin. Das haben wir letzte Woche gesehen. Das ist hier natürlich auch so. Wir haben aber sehr differenziert diese Woche noch mal versucht herauszudestillieren, was ist das, was die Wähler am Ende bei ihrer Entscheidung wirklich bewegt. Wir haben nach dem wichtigsten Thema für die Wahlentscheidung gefragt. Ganz oben steht ein klassisch landespolitisches Thema, wie es in unseren Schulen aussieht, halten 29% für sich persönlich für das wichtigste Thema. Dann kommt aber schon die politisch unruhige Lage in der Welt, 22%, also klassische bundespolitische Überlegungen. Und hier in Nordrhein-Westfalen spielt nach diversen Skandalen die innere Sicherheit für 15% die entscheidende Rolle. Das heißt eigentlich, es ist eine Mischung aus weltpolitischen und regionalen landespolitischen Fragen. Und genau deshalb gilt auch diesmal Vorhersage unmöglich, Rennen völlig offen, Wahlabend spannend. Absolut. Und morgen gibt es dann Gewissheiten. Und dafür sehen wir uns dann morgen Abend wieder. Vielen Dank, Jörg Schönborn. Bis morgen.
Der britische Außenminister Johnson hat den Streit über die Kosten für den EU-Austritt seines Landes angeheizt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zervakis. Am Ende könne Brüssel die Rechnung für den Brexit zahlen, sagte Johnson dem Daily Telegraph. Bei dem Streit geht es darum, ob gemeinsame Vermögenswerte wie zum Beispiel EU-Gebäude in die Schlussrechnung einfließen. Brüssel will diese nicht verrechnen. Die bisherigen Schätzungen über die EU-Austrittsrechnung an London in Höhe von 40 bis 60 Milliarden Euro wies Johnson als absurd zurück. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Wieker hat Fehler im Umgang mit Rechtsextremismus in der Truppe eingeräumt. In der Bundeswehr habe sich so wörtlich ein Muster des Wegsehens etabliert, sagte er dem Spiegel. Rechtsextreme Tendenzen würden seit Jahren unterschätzt und teils auch ignoriert. Im Fall des terrorverdächtigen Oberleutnants seien konkrete Hinweise nicht ernst genommen worden. Papst Franziskus hat vor mehreren hunderttausend Menschen im portugiesischen Pilgerort Fatima zwei Hirtenkinder heilig gesprochen. Den beiden damals 7 und 9 Jahre alten Geschwistern soll vor 100 Jahren mehrmals die Jungfrau Maria erschienen sein. Franziskus sprach von einem Erlebnis der Kraft und rief die Gläubigen auf, dem Beispiel der Kinder zu folgen und selbst dann Kraft aus Gott zu schöpfen, wenn sie Not leiden müssten. In der albanischen Hauptstadt Tirana sind heute Zehntausende Anhänger der rechtsgerichteten Opposition auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt des sozialistischen Regierungschefs Rama. Dieser machte der Opposition schwere Vorwürfe und hielt ihr vor, sie boykottiere die Parlamentsarbeit, wolle die geplante Justizreform verhindern und damit den Kampf gegen Korruption. In Kiew findet zur Stunde das Finale des 62. Eurovision Song Contest statt. Künstler aus 26 Ländern treten gegeneinander an. Gute Chancen zu gewinnen werden vor allem Portugal und Italien zugesprochen. Für Deutschland tritt die 26 Jahre alte Sängerin Levina mit dem Song Perfect Life an. Nicht politische Thesen sollten diesmal die Biennale in Venedig beherrschen, eigentlich. Der Beitrag im deutschen Pavillon hat aber durchaus Politisches zum Thema. Eine Performance, die zum Teil unter den Füßen der Besucher stattfindet und ihnen ein bedrückendes Bild von den Abgründen unserer Gesellschaft zeichnet. Ein buchstäblich doppelbödiges Stück Kunst also, das die Jury so sehr überzeugte, dass sie es mit dem Hauptpreis, dem Goldenen Löwen, auszeichnete. Und das blieb nicht der einzige Erfolg aus deutscher Sicht. Christian Nimpert. 5 Stunden dauert diese Performance, eine Mischung aus Skulpturen, Malerei und Komposition. Faust, wie kommt der Mensch klar mit technischem Fortschritt und ökonomischem Druck? Die Individuen hier nehmen sich zwar wahr, aber kommunizieren nicht mehr miteinander und akzeptieren sich nicht. Eine kraftvolle und verstörende Arbeit, so begründet die Jury die Auszeichnung des Projekts als besten nationalen Beitrag. Er stehe für das Recht, anders zu sein, sagt die Künstlerin in ihrer Dankesrede. Ich danke der Jury und ich danke allen, die geholfen haben. Ich habe diese Arbeit ja nicht alleine gemacht. Dass Faust heute einen Preis gewinnt, ist für mich eine große Ehre und ein Zeichen dafür, dass die Jury Komplexität auch im Jahr 2017 noch immer sehr zu schätzen weiß. Mit dem Goldenen Löwen zeichnet die Jury Franz Erhard Walter als besten Künstler aus. Seine Arbeiten hätten radikalen und komplexen Charakter. Hier auf der Biennale zeigt der 77-Jährige ein großformatiges Werk aus Textil und Stahl. Der Betrachter könne darin aktiv und damit selbst zum Kunstwerk werden, so der Künstler. Ich bin sehr berührt, dass ich diesen Preis bekomme. Es ist eine große Überraschung für mich. Seit heute haben Hauptausstellung und die 29 Länderpavillons geöffnet. Viva Arte Viva, das ist das Motto. Und auch Venedig selbst scheint ein Pavillon zu sein. Überall gibt es Kunst und Performances, noch bis zum 26. November. Und von der Kunst zum Sport und damit zum vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und der war wohl an Dramatik kaum zu überbieten, Patrick Hallatsch. Das kann man wohl sagen, Ingo. Wer heute Nachmittag Fußball geschaut hat, der hat es ganz sicher nicht bereut. Unfassbare Spannung auf fast allen Plätzen in der Fußball-Bundesliga. Vor allem aber die Schlussphase auf Schalke hatte es in sich. In der Nachspielzeit erzielte der HSV tatsächlich noch den späten Ausgleich. Die Hamburger konnten dadurch einen möglichen direkten Abstieg am letzten Spieltag noch abwenden. Aber auch nur, weil ein weiterer Treffer der Schalker Sekunden vor dem Ende nicht anerkannt wurde.
Schiedsrichter Schmidt sorgt dafür, dass der HSV sich noch direkt retten kann. Denn das mögliche 2:1 in der Schlusssekunde für Schalke erkennen die Unparteiischen nicht an, weil der Ball in der Luft im Aus gewesen sein soll. Ein fußballerischer Nervenkrieg war zu Ende und auch manch Verantwortlicher verlor die Übersicht. Wolfsburg können wir sowieso nicht mehr einholen. Ja, also doch, können wir ja doch. Ja klar, wir haben, oh, daran sehen Sie, in welcher Verfassung ich bin. Schalke will die Minichance auf die Europa League wahren und geht in Führung durch Guido Burgstaller nach 25 Minuten. Wenig später hätte Klaas-Jan Huntelaar seinen emotionalen Abschied krönen können. Doch in seinem letzten Heimspiel nach 7 Jahren Schalke klatscht sein Kopfball an den Pfosten. Und auch Burgstaller verpasst das 2:0. So bleiben Trainer Gisdol und sein HSV im Spiel. Allerdings Torchancen gibt es kaum. Bis zur 2. Minute der Nachspielzeit. Der HSV stochert sich durch den Strafraum und plötzlich ist Lasogga frei, das 1:1. Bei dem es auch dank des Schiedsrichters bleibt. Ich betone auch an der Stelle ganz klar, es ist nur eine gute Ausgangsposition jetzt fürs letzte Spiel. Wir haben nach wie vor noch den letzten Schritt zu gehen. Und der steht nächsten Samstag an, im Showdown um den Relegationsplatz gegen den VfL Wolfsburg. Und spätestens dann werden auch die Verantwortlichen wieder den vollen tabellarischen Durchblick haben. Hoffen wir mal, also nochmal, auch für Heribert Bruchhagen. Nächsten Samstag heißt es dann Relegation oder Rettung. Beides ist für den FC Ingolstadt nicht mehr möglich, denn durch den Punktgewinn der Hamburger sind die Schanzer direkt abgestiegen, trotz des Unentschiedens in Freiburg. Kurz nach dem Schlusspfiff war ihnen das noch gar nicht so richtig bewusst, die letzten Sekunden ein echtes Wechselbad der Gefühle. Sekunden nach Abpfiff der FC Ingolstadt zwischen Hoffen und Bangen. Denn die Gäste hatten die Information, dass Schalke doch noch 2:1 gewonnen hatte. Absolutes Wechselbad der Gefühle natürlich. Ich glaube, ich bin runtergegangen mit der Hoffnung, also mit dem eigentlichen Wissen, dass es 1:0 für Schalke steht. Dann heißt es 1:1 und ja, dann heißt es auf einmal wieder 2:1 für Schalke und dann hat man wieder Hoffnung. Aber die Enttäuschung nach Bekanntgabe des Ausgangs auf Schalke riesengroß. Das ist natürlich brutal. Für uns alle, denn wir waren sehr, sehr nah dran, auch heute hier wieder ja, noch den nächsten Schritt zu machen und am nächsten Wochenende ein Finale zu haben. Und dann ist es natürlich umso bitterer, wenn wir heute hier dann Gewissheit haben, dass wir abgestiegen sind. Der FC Ingolstadt hatte in Freiburg mit viel Herz gespielt, doch der Gastgeber mit der 1:0-Führung durch Maximilian Philipp in der 31. Spielminute. Ingolstadt danach weiter mit viel Engagement und Wille. Lescano mit dem 1:1 Ausgleich 2 Minuten vor der Pause. Doch dabei blieb es. Der FC Ingolstadt steht damit neben Darmstadt 98 als zweiter Absteiger fest. Die weiteren Ergebnisse. Leverkusen und Köln spielen 2:2. Mainz dreht einen 0:2 Rückstand und schlägt Frankfurt 4:2. Wolfsburg trennt sich von Mönchengladbach 1:1, genau wie Augsburg von Dortmund. Bremen verliert gegen Hoffenheim 3:5. Darmstadt unterliegt Berlin 0:2. Und im Spitzenspiel verliert Leipzig gegen München 4:5. Die Tabelle. München stand ja als Meister schon fest, Leipzig sicher in der Champions League. Dortmund und Hoffenheim streiten sich noch um die direkte Qualifikation. Auf den Europa-League-Plätzen Berlin und Freiburg. Die zweite Hälfte, Leverkusen auf Rang 12 vor Mainz. Die Mainzer aufgrund der Tordifferenz so gut wie gerettet. Augsburg und Wolfsburg müssen noch zittern. Hamburg auf dem Relegationsplatz kann sich mit einem Sieg gegen Wolfsburg am letzten Spieltag noch retten. Ingolstadt und Darmstadt spielen in der nächsten Saison in der zweiten Liga. Zur Eishockey-WM. Deutschland hat sich im vorletzten Gruppenspiel die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale erhalten. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm gewann gegen Italien mit 4:1. Und Lewis Hamilton fährt beim Formel-1-Qualifying zum großen Preis von Spanien die schnellste Zeit. Dem Briten gelingt auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona zwar keine optimale Runde, es reicht aber für die Pole-Position. Denn Sebastian Vettel unterläuft bei seinem letzten Versuch einen Fehler, der wertvolle Zeit kostet. Vettel bis zur letzten Schikane schneller als Hamilton, verbremst sich vor der Start-Zielgeraden und ist unterm Strich 0,051 Sekunden langsamer. Auch Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen kommen auf keine fehlerfreien Runden und starten deshalb von den Plätzen 3 und 4. Von den schnellen Runden zum vielleicht schnellen Geld, wenn Sie richtig getippt haben. Die Lottozahlen.
7, 19, 32, 45, 47, 48, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im AD-Text ab Tafel 580. Ja, bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Wie wird es denn an diesem Wahlsonntag, Claudia Kleinert? Ingo, es wird leicht wechselhaft, aber es wird auch häufig Sonnenschein geben. Also es gibt für Nordrhein-Westfalen keine Ausrede, nicht zur Wahl zu gehen. Denn heute gab es immer mal wieder Schauer. Und hier in Bad Dürrheim konnte man so eine wirklich imposante Schauerwolke sehen, aufgenommen von Jörg Lindendorfer. Das war kurz bevor es dann anfing zu schütten. Und geschüttet hat es heute zum Teil richtig kräftig. Auf dem Radar sehen wir sehr schön, dass auch jetzt noch zum Teil kräftige Schauer und Gewitter unterwegs sind. Hier ist es beispielsweise so rötlich eingefärbt. Da hat es sehr stark geregnet, weil diese Schauer und Gewitter zum Teil kaum vom Fleck kommen. Auch in den nächsten Stunden sind davon noch einzelne unterwegs. Das heißt, in der Nacht ziehen die Schauer nach Osten, schwächen sich dabei auch mehr und mehr ab. Von Westen her gibt es längere Auflockerungen. Wo es am Abend geregnet hat, bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken bis morgen früh, verbreitet auf Werte zwischen 12 und 9 Grad. Morgen Vormittag dann erstmal häufig Sonnenschein, schon ein paar Schauer und recht trüb direkt am Alpenrand und auch in den östlichen Mittelgebirgen, sonst nur selten nass. Richtiger Sonnentipp, die Nordsee und die Inseln. Dann im Laufe des Nachmittags brodelt es wieder. Es entwickeln sich neue Schauer und Gewitter, unwetterartig mit Starkregen, mit Hagel und auch vereinzelt mit Sturmböen. Können die wieder in Brandenburg und Sachsen sein. Und auch in Bayern sind einzelne heftige Schauer dabei. Heftig insofern, als dass es auch mal längere Zeit an Ort und Stelle regnen kann. Die Temperaturen schaffen es bis zum Nachmittag verbreitet auf 17 bis 23 Grad. Der Wind dazu kommt meist schwach aus westlichen Richtungen. Nur in so einem kräftigen Schauer, da kann es auch mal eine starke Windböe geben. Die nächsten Tage dann immer noch leicht wechselhaftes Wetter. Auch Montag im Osten und Süden zum Teil noch kräftige Schauer und Gewitter. Und Dienstag dann vor allem nördlich der Elbe häufig nass. Sonst scheint die Sonne häufiger. Vor allem im Süden wird es wieder deutlich freundlicher und insgesamt noch wärmer mit 19 bis 26 Grad. Sie sehen es hier am Trend für Stuttgart. Da geht es dann Mittwoch sogar auf die 28 Grad. Das heißt, das wird eine ziemlich sommerliche Woche. Das ist doch schön. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Das war's von uns. Morgen gibt es die Tagesthemen gleich zweimal und dann wieder im Ersten. Eine Extraausgabe gleich nach dem Tatort und dann eine reguläre um 22.55 Uhr. Natürlich mit allen Berichten, Zahlen und Analysen zu dieser spannenden Wahl in Nordrhein-Westfalen. Bis dahin, tschüss.